Tag miteinander. Kennen Sie die Herren? Hoffentlich kennen Sie sie noch von der Schule her. Der erste ist der Galileo Galilei, einer der grössten Erfinder der Menschheit. Ihm verdanken wir so Erfindungen wie zum Beispiel das Thermometer oder das Mikroskop. Zwei Erfindungen, die die Medizin enorm weiter vorantrieben haben. Dank dem konnten wir Antibiotika und Medizin erfinden, die heute jährlich Millionen von Leuten heilen. Das zweite ist der Johannes Gutenberg. Seine Erfindung, der Buchdruck, hat es ermöglicht, dass man das erste Mal wissen konnte, dass sie Bücher reinschreiben, replizieren und dem Volk zur Verfügung stellen. Das war eine Revolution. Auf einmal ist das Wissen nicht nur Einzelnen, sondern der ganzen breiten Masse zur Verfügung gestanden. Das dritte sind die Wright Brothers, der Erfinder der Flugmaschinen oder Flugzeuge, wie wir heute sagen. Sie müssen sich mal vorstellen, zum ersten Mal war es möglich, grosse Distanzen, Europa, Amerika, können auf einfache und schnelle Art zu überwinden. Das war eine Revolution, sowohl für den persönlichen Transport, aber vor allem auch für die Wirtschaft, für die Entwicklung des Kontinents. Jetzt frage ich Sie, was haben die miteinander gemeinsam? Was haben die gemeinsam? Das erste ist, sie haben eine Leidenschaft und sie haben eine Idee gehabt. Eine super Leidenschaft. Das zweite aber, sie haben alle Technologie gebraucht. Technologie, um ihre Idee und ihre Vision freizusetzen, um die Menschheit mit ihrer Idee zu beglücken. Das ist unsere Vision. Das ist Microsofts Vision. Wir möchten jedes Individuum, jede Organisation befähigen, dass sie ihr Potenzial freisetzen können. Das machen wir für die ganz Kleinen. Zum Beispiel meine 2-5-jährigen Buben, die letztens zu mir kommen und mir sagen, Papi, wir möchten gerne einen Delfinenfilm drehen. Und ich habe geschmunzelt und ich habe ihnen mein Surface gegeben. Und sie sind mit dem in die Badwanne gegangen und haben einen Film gedreht. Oder zum Beispiel mein Arzt. Ich habe eine schwere Allergie und mein Arzt hatte eine Vermutung, was es auch ist. Um die Vermutung zu bestätigen, hat er aber Technologie gebraucht. Windows-Technologie. Er hat mit einer Maschine mein Blut genommen, er hat es analysiert, in einer Datenbank verglichen und mir ein Medikament gegeben. Alle sie, meine Kinder, mein Arzt, der Galileo, alle sie haben Technologie gebraucht, um ihre Idee zu verwirklichen. Und das ist Microsofts Vision, die Leute zu befähigen. Wie machen wir das? Wir machen das, indem wir Plattformen und Services bauen. Plattformen und Services für die heutige Gesellschaft. Wir glauben, die heutige Gesellschaft ist hochmobil. Und wenn Sie jetzt an das Gerät denken, ich meine nicht einmal das. Das ist nur ein kleiner Aspekt von Mobilität. Ich mache Ihnen ein Beispiel, wie wir Mobilität verstehen. Ich war letztens mit dem Auto unterwegs, habe mich verabredet, um einen Film zu schauen und ich hatte eine Panne. Ich musste rausfahren auf einen Pannenstreifen, Motorenhauben aufmachen und reinschauen. Und ich verstehe nichts über Automotoren. Und ich habe mir in diesem Moment gewünscht, ich hätte die Informationen, die ich brauche, um den Motor zu flicken. Ich hätte mir nicht gewünscht, dass ich das im Büchlein nachschauen muss oder auf so einem kleinen Bildschirm. Sondern ich hätte mir gewünscht, mein Auto hilft mir. Es erklärt mir, was ich machen muss. Oder ich hätte eine Brille anlegen und ich hätte es gesehen vor mir, wo ich Hand anlegen muss. Ich hätte mir gewünscht, der TCS merkt, dass ich ein Problem habe. Das Auto informiert es. Oder sie sehen via GPS, dass ich auf dem Pannensteifen bin. Ich hätte gewünscht, der TCS sieht, was ich sehe und könnte mir helfen. Und als ich nachher eingestiegen bin und mit 20 Minuten Verspätung abfahren, hätte ich mir gewünscht, mein Auto hilft mir und sagt mir, hey, ich habe dir einen Parkplatz reserviert. Oder hey, ich habe die ersten 20 Minuten vom Film zusammengefasst, ich lese das vorlesen. Sehen Sie, das ist Mobilität. Es ist nicht ein Gerät. Es ist eine Art und Weise, wie die Gesellschaft mit Informationen umgeht. Um das zu ermöglichen, bauen wir Cloud. Wir bauen Plattformen und Services, die erlauben, die Informationen jederzeit abzugreifen, zu analysieren, zu aufwerten und zur Verfügung zu stellen. So, wenn man Microsofts Vision ein bisschen genauer studiert, dann stellt man fest, dass wir diese Vision möchten mit drei grossen Ambitionen umsetzen. Es sind drei grosse Ziele, die wir uns vorgenommen haben. Das erste Ziel ist es, die Art und Weise, wie Unternehmen ihre Prozesse gestalten und leben, können neu zu befähigen. Wir denken, dass zum Beispiel Zusammenarbeit muss komplett vereinfacht werden, wie Leute untereinander Informationen austauschen. Wir glauben, dass zum Beispiel die Wertschöpfung von Unternehmungen in den verschiedenen Prozessen, ob jetzt das Marketing oder Vertrieb oder Produktion ist, die Wertschöpfung müssen wir mit Technologie verbessern. Wir glauben zum Beispiel, dass die Kluft, der Graben zwischen Unternehmen und Kunden, dass wir den schliessen müssen. Dass sie ihre Kunden verstehen und die Kunden müssen sie verstehen. Dass ihre Kunden zu ihren Mitarbeitern werden, dass sie in die Prozesse hineinkommen. Das ist unsere erste Ambition. Unsere zweite Ambition ist es, die Cloud, die Maschine zu bauen, die es ermöglicht, ihnen ihre Ideen umzusetzen. Nehmen Sie das Beispiel zum Beispiel von Uber. Uber hat in der kürzesten Zeit die ganze Taxi-Industrie revolutioniert. Wie haben sie das gemacht? Indem sie Taxis gekauft haben. Sie haben eine Plattform gehabt.
Und sie haben auf dieser Plattform Informationen können sammeln, analysieren und zur Verfügung stellen. Die Plattform ist einfach. Die Plattform ist verbunden mit Internet of Things. Die Plattform ist sicher, verschlüsselt und die Plattform ist intelligent. Das ist die Plattform, die wir bauen. Unsere zweite Ambition. Unsere dritte Ambition ist es, die Zusammenarbeit zwischen Mensch und Maschine, die Schnittstelle, dass wir die neu erfinden. Bisher haben sie immer mit Maus und Tastatur gearbeitet und das war ja nicht schlecht bisher. Aber wir glauben, dass die Zukunft ganz andere Möglichkeiten bietet. Stellen Sie sich vor, Sie können Ihren Computer anlängen. Stellen Sie sich vor, Sie haben Ihren Computer in der Wäsche. Stellen Sie sich vor, Sie können mit Ihrem Computer reden. Spracherkennung, Sie können ihm Zeichen geben, Gestenerkennung. All das sind Möglichkeiten, die uns erlauben, einen persönlicheren, einen menschlicheren Umgang mit diesen Geräten zu haben. Und das möchten wir neu erfinden. Das sind unsere drei Ambitionen. Geschäfte zu befähigen, eine Plattform zu bauen und die Schnittstelle zwischen Mensch und Maschine neu zu erfinden. So, und jetzt frage ich Sie. Sie mit Ihrer Leidenschaft und Sie mit Ihren Ideen. Wenn Sie befähigt wären, die Ideen können umzusetzen, wenn Sie die Möglichkeiten hätten, die neue Buchpresse, wenn Sie die Möglichkeit hätten, das neue Medikament, das neue Mikroskop zu erfinden, was würden Sie mit diesen Möglichkeiten machen? Das ist genau die Frage, die uns interessiert. Das ist die Frage, die uns motiviert. Mein Name ist Manuel Altermatt, ich arbeite für die Microsoft. Besten Dank.